Hey Girls und willkommen zurück zu Dark Messiah of Might and Magic Part 6 mittlerweile. Letzten Part wollten wir hier in das Lagerhaus einbrechen und da dringen wir auch ein. Wir haben die Lagerschlüssel. Mach auf die Tür, die Tor macht weit. Geht weiter und lass sie geschlossen. Ich habe den Schlüssel. Ah, zur Fertigkeitspunkte. Oh, da kommt nicht einer hoch. Schauen wir schon, ob wir die schnell vergeben können, aber oh, Mana oder hier Zauber, ich weiß es nicht. Ich hol mir Mana. Nein, ich heb's mir auf. Kann ich hier irgendwie rumgucken? Der kommt. Verdammt, ich hätte ihn haben können. Wenn ihr ganz leise seid. Nein, die sehen uns. Das ist schade. Nichts gibt's. Frisst das. Ah, schön im Kopf geworfen. Du kriegst auch noch eine. Oh. Du bist noch was. Ein Falltürenschlüssel habe ich aufgehoben. Oh, die ist ausgewichen. Und... Oh, schönes Herz durchbohren. Der scheint auch tot zu sein. Okidoki. Leute, ich habe eine Frage. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich Retro-Games Let's Play? Vor allem... Kann ich da selbst reinspringen? Vor allem denke ich da zum Beispiel an das Spiel Divine Divinity, ein Rollenspiel der alten Klasse. Ich habe es wirklich sehr, sehr lang gespielt. Würde mich gerne mal interessieren, ob ihr sowas auch sehen wollt oder wirklich nur die neuen Blockbuster. Bitte unten in die Kommentare eintragen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich da eure Meinung dazu höre. Jupp, aber ansonsten möchte ich euch hier nicht weiter aufhalten. Wir... Oh, gekochte Rippchen. Wir finden hier genügend zu essen. Hey, Türchen auf. Hier kann ich hoch. Habe ich selber was blitzen sehen? Okay, er hat uns gehört. Er scheint uns auch zu verfolgen. Aber er wird nicht wissen, wo ich bin. So, gibt's hier noch was zum Einsammeln? Da ist keine Türe. Okidoki. Da war das wohl die Falltüre, für die wir den Schlüssel haben. Was war das? Checken, wie das hier geht. Da waren doch vorher noch Stimmen. Aber okay, ich will einfach mal durchrennen. Okay, was soll? Nicht, dass ich hier Feinde verbringe. Nope, wir können hier wieder hoch. Ups. Bin auch so gleich wieder abgesprungen. Okay, wir scheinen noch alleine zu sein. Ein magischer Pilz. Und so ein Pilz. Magischer Pilz regeneriert eure Lebenspunkte und euer Mana. Sowas lese ich doch mal gern. Mit dir? Okay, wir kommen jetzt hoch, bringen uns aber überhaupt nichts. Die Tür geht nicht auf. Okay, wir müssen anscheinend linear weiter. Die Tür geht nicht auf. Oh mein Gott, lasst mich rein! Das wisst ihr ja schon, Sachen können wir wegtreten. Kann ich mich so selbst erschlagen? Leute, das wird jetzt herausgefunden. Verdammt, ich war zu langsam. Fix, ich bin ein Idiot.
Ach, keine Lust. Springt hier einfach um die Ecke. Und der kann anscheinend auch um sich herumschlagen. Den vermöbeln wir hier. Und das sollte es gewesen sein. Yep. Oh, den haben wir aber richtig zuge... Oh, der lebt noch. Und... Ah. Ha! Riesenblutfontäne und da liegt der Leichnam. Geh mal weg hier von meinem Schwert, bitte. Danke. Weißt du jetzt nicht genau, was es bringt, die Dinger hier einzusammeln, aber ich nehme sie einfach mal mit. Vielleicht, dass die Haltbarkeit wieder zurückgesetzt wird, wenn es überhaupt eine Haltbarkeit gibt. Ah! Hey, du! Stirb! Ja, ich! Oh. Ah. Stern am Kopf, der lebt noch. Nö, der ist tot. Okay. Mit Steinen kann man also wunderbar Leute erschlagen. Was haben wir hier drin? Ah, eine Flasche mit Bärensaft. Ist aber hier keine eigene Flasche. Ich nehme mal an. Achso, oh, das könnte Mana dran sein, weil ich zu viele davon habe. Oh, hier sieht es nach einem größeren Kampf aus. Zumindest ist hier wund. Okay. Ziemlich peinlich, ich bin im Kreis gerannt. Also ich meine, es ist wirklich peinlich. Das würde heißen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Okay. Also nochmal einbrechen. Wir haben die Nehmen wir doch die hier. Mit die Falltürschlüssel, die wir extra bekommen haben. Aufgabe erfüllt. Oh, insgesamt schon 3 Fertigkeitspunkte. Wie viel brauchen wir denn hier? 10 Fertigkeitspunkte mit uns. Ah, dann für den Taschendiebstahl. Kann ich denn hier mal einen richtig schönen Magieattacke holen? Einfrieren. Eine nicht tödlich eiskalte Substanz, die den Feind einfriert. Okay, mit Boden wird es eine glatte Zone. Finde ich jetzt noch nicht so hilfreich. Eine Feuerfalle, die die Feinde nicht sehen können und dann explodiert, wenn sie hinkommen. Klingt schon eher. Und eins davon muss ich nehmen, weil ich will später hier mal die fetten Zauber haben. Schau ich mir doch einfach mal die Feuerfalle an. Gut, da tauschen wir uns ein Stecken aus. Ach, wir hätten noch Telekinese. Könnte ich auch mal öfter benutzen. Vorsichtig. Wenn du zu Tode kommst, wird dein Vater äußerst verärgert sein. Jetzt schaue ich mal nach, wie die Feuerfalle aussieht. Kennst du meinen Vater? Oh ja, ich habe ihn kennengelernt. Wie war er? Oh, das war alles. Zauber ist noch nicht bereit. Kostet wahrscheinlich mehr als 20 Mana, oder? Nur der Zauber ist noch nicht bereit. Der hier schon. Okay, ich nehme mal schwer an, dass das Ding hier mehr als 20 Mana kostet. Kann ich aber irgendwie auch nirgends nachsehen. Oder kann ich es hier vielleicht einfach nicht einsetzen? Ich nehme an, es kostet zu viel Mana. Hey, was ist von den Mädchen im Haus des Zaubers gehört? Die kleine Blondine? Was ist? Stell dir vor, ich habe Es war einfach zu wenig Platz dafür. Ja, und Mana dran rein. Und ein Lebenstrunk. Ah, ich muss natürlich noch setzen. Ohne Scherz, eine Wahrsage. Kommt jetzt zu uns. Rühr dich nicht, Kumpel. Oh, hör uns zu tun. Ha! Bumm! Und da brennt die Sau. Die stellt mir runter. Und aus! Stirb! Ah. Wunderbar. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wann ich hier den Part angefangen habe. Scheint wieder hier richtig schön nach Fortschritt auszusehen. Wir kommen weiter. Was verbirgt sich hinter Tor Nummer 1? Ein Kettenpanzer! Wie wunderschön. Oh, ein Naga-Seidenschwert. Ich brauche Glückstreffer 1 damit. Werde ich ja sowieso skillen, damit ich mit meinen Dolchen mehr Schaden mache. Ansonsten. Okay, und ich kann ziemlich viel. Wie heißt's? Kritische Treffer austeilen, also Glückstreffer in diesem Spiel. Ich kann mal kurz nachsehen. Okay, doppelte Schaden ist es dann.
Wisst ihr was, ich glaube, ich gehe dann auf Schwert mit Schild und die Dolche nehme ich dann wirklich nur da, dazu her, dass ich Leute von hinten erdolchen kann. Dann kann ich doch echt mal zum Üben ein Schwert nehmen. Sowieso mal eine andere Waffe ausprobieren hier. Köcher, Gegengift, Köcher. Sehr schön, Gegengift können wir immer brauchen. Dann, was verbirgt sich hinter der Tür Nummer 2? Wein! Ja! Wir sind im Elysium! Ein Leichnam? Nein! Ah, Giftchris, neue Dolche. Können wir natürlich nicht einsetzen. Erst mit Verstohlenheit 3. Magischer Angriff vergiftet den Gegner. Einwandfrei. Da stand noch was dabei. Mittels Kraftstreich kann ein magischer Angriff ausgelöst werden. Okay, das ist uns wurscht. Oh, ein Spaten, den können wir werfen. Ich würde zu gerne mal jemanden damit aufspießen. Jetzt sind wir hergekommen. Also hier weiter. Ich will eigentlich nur noch schnell jemanden finden, den ich aufspießen kann. Hey, hast du gehört, was Bennett passiert ist? Nein, aber ich habe ihn schon eine Weile nicht gesehen. Arantir hat ihn dabei erwischt, wie er Vorräte der Gule abgezweigt hat. Bennett war noch nie der Hellste. Was ist passiert? Ich setze hier meine Falle. Arantir hat ihn die Schweine mal mit nach oben. Die Gule haben ihn zum Frühstück verspeist. ich würde sagen, Volltreffer. Rühr dich nicht, Kumpel. Haha! Reingefallen! Gut, Schwertchen. Oh, was ist denn hier? Eine Spitzhacke. Oh, die konnte ich einfach aufnehmen. Schaden plus 2. Okay. Macht aber wahrscheinlich. Oh, ist aber schön gemacht mit dem Zerlegen, wenn ich mit dem spitzen Kopf drauf habe. Macht aber weniger Schaden als das Schwert. Oh, ganz viel geräucherte Schinken. Njom, 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 njom. Oh. Njom, 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 njom. Erst nochmal alles anzubier. Oh, ist das schön. Schon gewohnt. Oh, das waren bloß die Dinge. Okidoki, Holz. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Ich unterbreche mal den Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.